Erste Testfahrt auf dem Nürburgring, 23. Oktober 1984. Manfred Winkelhock, zu diesem Zeitpunkt noch ohne Vertrag in der Formel 1, testet für Zackspeed als erster das neue Auto auf dem neuen Nürburgring. Feinarbeit vor der ersten Ausfahrt. Dann die Funktionsprobe auf der Rennstrecke. Der neue Silberpfeil, wie ihn die Zeitungen nennen, lernt das Laufen. Und das gar nicht so schlecht. Vorsichtig fährt Manfred Winkelhock die ersten Runden, kommt immer wieder an die Boxen, um dem Team seine Eindrücke zu vermitteln. Ich bin gestern 25, ja, fast knapp 30 Runden gefahren, auf Anhieb ohne irgendwelche Probleme. Das Auto hat recht gut funktioniert. Vom Auto her, muss ich sagen, war es ein positiver Eindruck. Vom Motor her, da gibt es noch einiges zu machen. Das Ansprechverhalten war nicht sehr toll. Aber ich glaube, dass man aus dem Auto von der Basis her was draus machen kann. Da bin ich überzeugt davon. Winkelhock fuhr nur diesen einen Test. Dann unterschrieb er beim englischen REM-Team. Von dort kam etwa 14 Tage später Dr. Jonathan Palmer, ein Engländer, der nun bei Zackspeed für 1985 unter Vertrag steht.